Liam, das ist nicht, wonach es aussieht. Fuck, Beth. Warum ausgerechnet du? Du musst mir zuhören. Sofort weg von dem Van. Weg da! Sofort! Lass die Waffe fallen! Geht leider nicht. Du hast 3 Sekunden, dann drücke ich ab. Ich habe gute Reflexe. Und du bist eine miserable Schütze. Nein. Nein! Oh, Scheiße. Er ist fort. Merkst du, was hier abgeht? Die Anomalie. Es werden immer mehr. Beth, was ist? Was geht hier vor? Die Zeit löst sich auf. Das Ende kommt näher und Joyce könnte der Schlüssel sein. Warte, warte, das Ende von was? Beth, das Ende von, der Zeit, von was? Der Zeit! Der Zeit! Des Lebens, wie wir es kennen, das gesamte Universum, weg! Irgendwie hat sich Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Sie wussten, dass es geschieht. Es gibt da etwas. Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll. Und das kann uns retten, zumindest ein paar von uns. Hände auf den Kopf und runter auf die Knie! Brown! Wilder, ich werde es nicht noch einmal sagen. Joyce hat gerade die Hälfte meiner Männer erledigt. Wer ihm wohl geholfen hat? Wir sind unbewaffnet, ich habe auf einen Notruf. Ist mir scheißegal. Hey, ich höre zum Monarch. Auf die Knie! Liam, wenn Sie mich mitnehmen, ist das mein Ende. Und deins auch. Runter! Ja, tu, was er sagt. Sie dürfen uns nicht verhaften, sonst findest du das Rettungsboot nie. Denk an Emily. Entspann dich. Liam! Halt's Maul! Dieses Rettungsboot-Protokoll. Was ist das? Keine Ahnung. Aber es hat irgendwas mit Dr. Kim zu tun. Dr. Kim? Wenn du es in sein Labor schaffen würdest... Das ist unmöglich. Es wurde geschlossen, nachdem er verschwunden ist. Kennst du jemanden, der dich reinbringen kann? Mal ehrlich, Leute. 39 geschafft. Noch 40 zu erledigen. Und noch eine. Lecker. Danke, Fiona. Das ist ja widerlich. Heilige Scheiße. Liam Burke. Jetzt haben wir dich, Kumpel. Das wird Hatch nicht gefallen. Scheiße, sein verdammter Goldjunge. Charlie, ich brauche deine Hilfe. Ja. Können wir kurz ungestört reden? Ich habe eigentlich zu tun. Ja, dein Büro wäre gut. Es geht auch ganz schnell. Ja. Also, was ist mit Joyce passiert? Oh, da war gar nichts. Da war gar nichts? Ja. Also, er war ganz einfach nicht da, oder was? Nein, Hatch. Er hat mich neu eingeteilt. Er will, dass ich das Standortlabor auf der Insel sichere. Er glaubt, dass Joyce dahin will. Ich soll mir hier Zugang besorgen. Kannst du helfen? Ja, klar. Ich sehe, was ich tun kann. Danke. Ist schon komisch, dass du sagst, dass ich die Spur zu Joyce als wertlos erwiesen hat, weil ich weiß auch nicht. Es sieht aus, als wäre er dort gewesen und der andere Typ sieht hier irgendwie ganz schön ähnlich. Aber das ist seltsam, denn du arbeitest für Monarch und dieser Typ da arbeitet ganz sicher nicht für Monarch. Ich könnte näher ran. Hey, hast du denn Zeit, mich umzubringen? Ich hab dir gerade die Security auf den Hals gehetzt. Du hast 20 Sekunden. Du bluffst. Hey, ich bleib gerne hier und find's heraus. Weißt du, was ich mit dir machen werde? Ich weiß, was Monarch mit dir machen wird.
in etwa 15, 14, 13, 12, 11, 10. Viel Glück, Kumpel. 9, 8. Alle Sicherheitskräfte, Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. An alle, erst auf Ebene B, neben der Hauptüberführung. Erinnerung an alle Monarch-Angestellten. Holen Sie sich die Gratis-Grippe-Impfung. Sie erhalten diese in der Personalabteilung. Verdammte Idioten! Hier, stopp! Er ist nicht unbesiegbar, er ist kein verdammter Superheld! Brenner, ich kümmere mich drum. Ja, ich weiß. Er ist im Gebäude, ja? Südliches Parkhaus, ich wiederhole, südliches Parkhaus, 4. Stock. Alter Stock, versperrt ihm den Weg! Er fährt einfach vorne raus! Okay, er fährt südlich auf der Eastman, südlich auf der Eastman! Team Phantom, er bewegt sich auf euch zu, er ist schnell, passt auf! Verstanden. Haltet ihn, haltet nicht... Na los, das schaffst du! Bleib an ihm dran! Bring uns neben ihn! Reden wir über den Vorfall bei den Trockendocks.
Ein Einsatzkommando von Monarch hat sie von der Universität zur Ground Zero-Operation beim Hafen gebracht. Immer noch wütend deswegen, hä? Sie waren gefesselt und bewusstlos. Will? Liam Burke kam, um sie abzuholen, aber sie waren weg. Wie? Schlafwandelnd. Weg da! Sofort! Waffe weg! Das geht leider nicht. Okay. Wir wissen, dass Beth Wilder ihnen irgendwie dabei geholfen hat. Dann wissen sie wohl auch den Rest. Nein, denn jeder, der sah, was sie als nächstes taten, ist jetzt tot. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder warum. Ich habe mich das nie gefragt, weil es sich nicht echt anfühlte. Ich wartete immer noch darauf, aufzuwachen. Industriegebiet. Warum bin ich hier? Hier muss ich lang. Das ist seltsam. Okay, hält nicht lange an. Notiert. Als der Riss die Zeit auseinandergebrochen hat, wurden manche Objekte instabil. Mit meinen neuen Fähigkeiten konnte ich ihren Zeitstrang manipulieren, sie zurückspulen. Noch immer nichts Neues von Burke zum Aufenthaltsort von Jack Joyce. Nun gut, holt mich mit einem Helikopter an den Trockendocks ab. Ich muss rüber zur Insel. Verstanden, Ankunft des Helis. Als ich Pauls Gesicht auf diesem Bildschirm sah, hat mich das wieder an alles erinnert, und zwar auf eine ziemlich kranke Art.
Ich konnte dem, was geschehen war, nicht entkommen. Dem, was er getan hatte. Ich musste den Grund erfahren. Aber ein Teil von mir wollte ihm auch eine Kugel verpassen, bevor er was sagen konnte. Sollen wir weitere Teams schicken, um nach Joyce zu suchen? Negativ. Konzentriert euch auf unsere PR-Kampagne. Amy Ferreros Geständnis wird in wenigen Minuten gesendet. Was ist mit Jack Joyce? Sobald das Geständnis gesendet wurde, wird die ganze Stadt nach ihm suchen. Er wird sich nirgends verstecken können. Er wird heute Nacht auftauchen. Auf der Gala? Sind Sie sicher? Positiv. Hey, was macht das Reaper-Team mit diesen Videokameras oben in A3? Offenbar wird irgendeine Tusse namens Amy das Gesicht für Serenes PR-Kampagne. Sie filmen Geständnisvideos. Wir haben die Bibliothek hochgejagt, um fertig. Wer ist es? Joyce ist hier! Er ist hier! Müssen das Ziel finden, sonst gib einfach auf! Das ist für Will. Dieser Lift scheint der einzige Weg hier raus zu sein. Irgendwo hier muss es einen Generator geben. Kein Strom, war ja klar. Okay. Anscheinend braucht der Lift Strom. Na also. Was ist das? Hallo? Jack, hier spricht Beth Wilder. Beth, ich? Du bist die, nach der mein Bruder gesucht hatte. Ich bin die, die versucht hat, deinen Arsch zu retten, als du dich dazu entschlossen hast, wildballernd durch die Lagerhalle zu rennen. Hör mir genau zu. Du befindest dich im Außenbereich einer Krone- und Gewinnungsanlage von Monarch. Und Paul Serene befindet sich an den Trockendocks in der Nähe. Keine gute Mischung. Also sollten wir... Die Trockendocks. Wenn Paul bei den Trockendocks ist, mache ich mich auf den Weg dorthin. Nein, Jack, wir haben zurzeit nur eine Priorität. Und das ist der Riss. Die Zeit endet. Will hat gesagt, dass er... Will ist tot. Mein bester Freund hat sich in ein Monster verwandelt. Er wusste, dass dies geschehen würde. Er war darauf vorbereitet. Paul ist der Schlüssel, um das alles hier zu verstehen, und ich werde ihn finden. Wir wissen beide, dass du keine Fragen stellen wirst, wenn du Serene findest.
Denk drüber nach.